Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV und diese Woche geht's nochmal weiter mit DayZ, habe ich mir überlegt. Und zwar, ich will hier endlich mal ein bisschen vorankommen, habe ich mir überlegt. Oh, das war dumm. Ja. Und das klappt nur, wenn wir hier endlich mal vernünftig weitermachen. Und das werden wir diese Woche tun. Ich weiß noch nicht, wie ich das gestalte, aber ich habe überlegt, ob man eventuell, ob ich eventuell ein bisschen Zeit manchmal überspringe in den nächsten Folgen, halt dieses ellenlange Farmen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Jetzt nur mal gucken durch den Server-Stopp und wieder starten, ob sich hier an dem Loot was verändert habe. Wir haben ja hier vorhin, also zuletzt hier unten schon geguckt. Hier war ja nicht viel. Die Zombies sind auf jeden Fall alle wieder da. Die sind alle respawned. Das ist klar soweit. Scheiße. Ernsthaft? Oh. Hä? Das ist nicht gut, das ist ziemlich schlecht gerade. Wow. Eben habe ich zwischenzeitlich gedacht, so, das war's jetzt. Da habe ich echt gedacht, das war's jetzt. Wir müssen echt mal die passende Waffe dazu finden. Wow. Naja, anscheinend hat sich hier vom Loot her nicht so viel getan. Das heißt, wir müssen auch nicht alle Häuser erneut durchsuchen. So. Das Ding gibt, glaube ich, Wasser zurück. Vier gegen außer Hand. Ja, das passt. Dann Ditte. Wir brauchen bald neuen Dosen öffnen. So habe ich mir das gedacht. Nee, ich will hier auf jeden Fall irgendwo in der Nähe halt eine Basis oder sowas halt platzieren. Daher wäre es natürlich vorteilhaft, wenn wir irgendwie ein Zelt jetzt endlich mal finden. Hier. Weil irgendwie ist das ja teilweise sehr zum Stocken gekommen. Magazin füllen. Sehr schön. Zack. 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 Sehr schön, sehr schön.
Das läuft alles soweit. Die packen wir mal aus. Zehn Schuss. Oh, ist ein anderer. Achso, Slug. Ah, Slug-Munition. Schön. Haben wir da noch? 1, 4, 5. Gut. Ja, also meine Priorität ist jetzt erstmal darauf, dass wir hier irgendwie ein Zelt finden. Ich weiß nur nicht mehr ehrlich gesagt, wo wir schon waren und wo nicht. Das, ja. Wir werden es ja sehen. Ich denke, hier hinten waren wir noch nicht. Ich glaube, wir kommen von da hinten irgendwo. Ich lasse jetzt hier auch die Tür offen. Priorität hat für uns jetzt definitiv erstmal ein Zelt. Wir haben ein zweites Magazin gefunden. Müssen wir umbauen. So, allmählich sind unsere Taschen zu voll. Wir brauchen echt unbedingt Platz zum Sachen ablegen. Das ist so wichtig gerade. Das ist wichtiger als alles andere gerade. Echt. Jetzt ist nur die Frage. Am besten Lagerhallen oder sowas und nicht hier solche Räume. Wir müssten echt nach Lagerhallen suchen. Schon wieder ein Kompass. Ich glaube, das werden wir jetzt als erstes machen. Wir gucken, ob es hier irgendwo Lagerhallen gibt. Da sind Garagen. Da hinten ist irgendwas in Richtung Lagerhalle. Ja, als erstes hier hin. Ja, hier könnten wir Glück haben. Auch in den Baracken. Da hinten ist auch noch sowas wie eine Lagerhalle. Ja, wir fangen hier an und arbeiten uns dann den Weg runter. Hier sind auch Garagen. Das ist so eine Barrikade. Autotür. Ich weiß, wo das Auto steht. Sledgehammer. Was ist das? Elektronikreparatur. Ach komm, gib mir bitte ein Zelt. Das wäre natürlich perfekt, wenn wir sowas jetzt auf Anhieb finden würden. Ich glaube, so viel Glück werden wir nicht haben. Aber eigentlich brauchen wir vorher nicht mehr weitermachen, wenn man keinen Ablegeplatz haben. So ein kleines Zelt wird mir auch erstmal reichen. Muss ja kein großes Militärzelt oder so jetzt sein, jetzt so dieses Garagenzelt oder wie sich das schimpft. Motorhaube. Noch ein Vorschlag haben wir. Das Auto könnten wir bald schon zusammenbauen. Wenn ich mir gemerkt hätte, wo alle Teile gelegt liegen. Ich weiß, ich kann hier auch sowas drin nehmen. Ich glaube, das war das mit dieser Maschinenhalle. Nee. Was anderes. Downjacke. Nee, ist alles uninteressant.
Zombie? Das ist irgendwie dieser Radaranlage. Gehen wir den jetzt einfach mal. Und gehe hier hinten weiter. Radschlüssel. Es ist halt doof, dass Sachen verschwinden, wenn man sie auf den Boden legt. Achso, ein Funkgerät. Baracke. Munition nehme ich mit. So viel Platz hat man immer eigentlich noch im Inventar. Ich glaube, hier können klein. Ah, Tarnnetz! Ich habe eben schon Hoffnung gehabt. Verdammt! Das wär's ja. Tarnnetz. Einfach nur ein Zelt haben. Also, da hinten liegen zwei Zelte mehr oder weniger, wo wir angefangen haben, nebeneinander und. Hier nicht. Ich seh dich. I. Oh. Ich glaube, das haben ein paar Zombies gehört. Noch mehr? Aua! Verletzt? Doll verletzt. Die bewege da. Wofür trinke ich deine Cola? So. Normale Schrotmunition habe ich tatsächlich nicht mehr. Kann ich jetzt einfach die laden? Anscheinend schon. Na, läuft erstmal. Schloss? Okay. Da wir Solo spielen, ist das eher sinnfrei. Das ist noch ein Schloss. Metallsäge. Ich muss auch irgendwo ein scheiß Zelt liegen. Schuhe. Das ist riesig. Teddy Bear.
mit Inventarplatz. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass das Ding explodiert oder sowas. Genau. Riesige Militärbasis. Aber kein einziges Zelt. Finde den Fehler. War er hier? Ne. Eigentlich nicht. Ne. Das ist eine schlechte Idee, Betten. Das sind viele Zombies. Hier muss mindestens noch einer sein, der da hinten war. Sind wir schon am Ende des Militärplatzes. Vom Militärgelände. Gib mir doch ein Zelt. Lag. Ich muss mal irgendwie gucken, ob man sich irgendwas bauen kann, was einen Lagerplatz ergibt oder sowas. Oder ich muss halt ein, zwei Teile jetzt mal hier eine Stunde tatsächlich nach irgendwas suchen. Halt ohne euch und dann mal gucken, was sich dann ergibt. Was? Wieder so ein Ding. Oh, ich hatte nachgeladen schon. Oh. Och man. Oh oh. Oh oh. Ist man. Da sollst du hin. Ja. Irgendwie was müssen wir uns einfallen lassen, weil ich habe definitiv zu wenig Platz. Ich bezweifle zwar, dass wir jetzt auf die Schnelle hier noch was finden werden in den letzten Zügen der Folge. Aber ich weiß nicht, falls ihr mehr Erfahrung habt und es gibt irgendwie einen Hotspot. Kann man hier irgendwas? Ein Fass lagern? Kleidung bleichen, Leder färben.
hat 150 Lagerfläche. Das ist nur die Frage, was passiert, wenn ich den Server abschalte und wieder einschalte. Verschwindet das Fass oder nicht? Theoretisch dürfte es das nicht, wenn man da einmal dran war. Also sonst müssen ja auch komplette Basen, Zelte und sowas verschwinden. Und unsere Zelte sind ja immer noch da gewesen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass wir gleich in der nächsten Folge gucken, ob das Fass noch da ist. Und dann sagen, hey, wir nehmen das Fass erstmal, da sind 150 Platz drin. Ich weiß auch nicht, was ist das hier? Feldweste? Rucksack, Feldweste, haben wir auch schon. Ja, wie es aussieht. Oh. Finden wir kein Zelt? Wir gucken einfach mal in der nächsten Folge, ob das Fass noch da ist, stellen das dann hier vorne irgendwo einfach mal hin. Und sehen mal, was passiert einfach. Ich hoffe ja, dass es da bleibt. Dann fangen wir da irgendwo an mit diesen Barrikaden auch und machen uns hier irgendwas Schickes. Ich gucke auch parallel mal, ob es irgendwelche Crafting-Rezepte oder sowas gibt, was man hier eventuell basteln könnte oder sowas. Und dann fangen wir an, uns hier einzurichten. Ja, will mal sagen. Klingt nach einem Plan, denke ich. Na gut, wenn es euch Spaß gemacht hat, macht's gut, haut rein und bis morgen. Tschüss.